Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Tutorial Video. In diesem Video geht es darum, wie man passende Fahrzeuge und Geräte findet. Also Geräte, die zu den Fahrzeugen passen, die man hat, und umgekehrt. Und viele von euch stellen sich das sehr einfach und direkt vor, dass man sagt, für diese Sämaschine braucht man diesen Trecker. Aber so ist es leider nicht. Man muss ein bisschen Hintergrundwissen ansammeln, um das zuverlässig sagen zu können. Ich zeige euch jetzt aber hier mal im Shop ein paar einfache, eindeutige Sachen. Also ich gehe mal mit P in den Shop. Bei den Mähdreschern ist es zum Beispiel ziemlich eindeutig. Hier haben wir einen Mähdrescher. Und hier gibt es jetzt eine Neuerung, ist das im LS22 mit C die Kombinationen. Wenn man jetzt hier draufklickt, dann kriegt man zwei Schneidwerke angezeigt. Das Powerstream-Schneidwerk, da kann man hier gucken, das ist für Getreide aller Art. Und hier dieses Ding, das ist für Mais und Sonnenblumen. Das nennt sich auch Maisgebiss. Da ist es also relativ einfach. Wir gehen mal wieder zurück. Und ja, normalerweise sind die Schneidwerke bei den Mähdreschern untereinander austauschbar, aber immer nur in der ungefähren Größe. Ich könnte hier auch ein Deutz-Mähwerk dran koppeln, aber möglicherweise ist das schon zu breit. Also wenn der Mähdrescher schwach ist, kann er keine sehr breiten Schneidwerke bedienen. Und darum auf Nummer sicher geht man, wenn man das Zugehörige nimmt. Das ist dieses hier. Gut, das ist jetzt der einfache Fall. Und der schwierigere Fall ist, nehmen wir mal einen beliebigen mittelgroßen Trecker. Hier, diesen Fendt 700. Dadurch, dass der mittelgroß ist, kann man sehr viel damit machen. Hier haben sie gar nicht erst das C Kombination hingeschrieben, weil man mit dem so viel machen kann, dass es gar keinen Sinn machen würde, das alles aufzuführen. Und hier wird es jetzt eben eine Sache des Grundlagenwissens und nicht mehr des dieses eine Teil passt zu diesem einen Trecker. Wir kaufen uns den einfach mal und sagen wir mal hier mit einem möglichst starken Motor, das spielt immer eine Rolle, wie viel PS hat so ein Trecker. Das ist der eine Faktor. Links oben sieht man 150 PS hat er so, und jetzt rüsten wir den mal auf, so hoch wie es geht. Oh ja, ja, das geht ganz gut. 246 ist das höchste. Nehmen wir den so. Dann haben wir hier die Möglichkeit, einen Frontlader anzubauen. Das ist so ein Ding, was man vorne anbaut, wodurch der Trecker wie zu so einer Art Bagger wird. Jetzt mal ganz laienhaft ausgedrückt. Ich sage mal ja. Und hier muss man schon wieder drauf achten. Da gibt es Frontladeanbauten von Quicke und von Hauer. Oder keinen. Das heißt, mit dem Frontladeanbau entscheidet man sich schon für eine Frontladermarke. Ich nehme mal den von Quicke. Und das ist jetzt auch schon ein Bereich, da kann man schon anfangen, kleine Fehler zu machen. Und das kann man aber noch ändern, normalerweise aber kostenpflichtig. Und wenn man ihn zu schwach motorisiert kauft, dann kann man ihn auch noch aufrüsten. So, den kaufen wir mal. Und dann gucken wir uns den mal an. So. Also ist klar, das Ding hat vier Räder und innen drin ein Lenkrad, eine Motorhaube. Und interessant ist aber hier zum Beispiel hier hinten, das ist jetzt für eine Anhängerkupplung nicht gerade leicht verständlich, würde ich sagen. Und das liegt daran, also das Ganze richtet sich jetzt an Laien. Auf keinen Fall an echte Landwirte. Die können sich das angucken und schmunzeln. Aber ich erkläre das nicht auf
Fachleutniveau, sondern von Laien, für Leute, die noch gar kein LS gespielt haben. Und davor stehen wir der Ochs vorm Berg. Also hier, eine Vielzahl von verschiedenen Kupplungsmöglichkeiten. Ich bück mich mal mit der Steuerungstaste. Da geht's schon los, da haben wir so einen Kugelkopf. Und ja, das kommt man eben halb gut sehen. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ja, mittelgut. Da in der Mitte, da guckt so ein Metalldings raus. Das ist wichtig, um verschiedene Geräte antreiben zu können. Dann haben wir da drüber noch so eine Art Kupplung. Da wird eine andere Art von Kupplung dran gemacht. Das Ding nennt sich Maulkupplung. Und dann haben wir hier noch eins, das ist meines Wissens die Dreipunktaufnahme. Und normalerweise gibt es dann da auch noch ganz viele Kabel und Stecker und sonst was alles. Also ein echter Landwirt muss auch erstmal genau lernen, wie schließt er welches Gerät an. Das müssen wir glücklicherweise nicht. Wenn es passt, dann passt's und ist mit einem Tastendruck erledigt. Wir sollten den mal in die Sonne fahren, damit man das besser sieht, was ich euch zeigen will. So. So, und zwar mit der Schnauze in die Sonne. So. Der hat hier nämlich so einen gelbbraunen Plastikbecher. Zumindest sieht das so aus. Und da ist auch so ein Metalldings, das rausguckt. Der hat also vorne auch einen Antrieb. Das nennt sich Fronthydraulik. Und mit dieser Fronthydraulik ist er beispielsweise in der Lage, ein Mähwerk zum Grasmähen vorne anzukoppeln und hinten was anderes. Zum Beispiel einen Ladewagen oder einen Wender, um damit Gras zu wenden und so weiter. Das ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Traktoren. Haben sie eine Fronthydraulik oder nicht? Da sieht man sie in aller Pracht. Die ist wichtig, die Fronthydraulik. Und man sieht hier auch andere verschiedene Ankopplungsmöglichkeiten, die uns der hier bietet. Wir gucken mal im Shop nach einem Trecker ohne Fronthydraulik. Das gibt's nämlich auch. So, jetzt gucken wir einfach mal durch. Man kann auch hier ganz gut schauen. Und hier hat der eine. Ja, ganz klar. Der Becher ist sogar leuchtend gelb. Ich weiß nicht, ob das Becher heißt. Es sieht aber so aus wie so ein Plastikbecher. Und dieser hier, man kann die übrigens schön ranzoomen und so. Tja, ich würde sagen, ja, der hat zwar keinen so einen Becher, aber der hat hier irgendwie da in der Mitte so ein metallartiges Ding rausgucken. Aber da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Hier kann man wählen, Dreipunkt, ja. Oder nein. Und dann hat er ganz klar keine Fronthydraulik. Dann hat er hier so ein kleines Gewicht dranhängen. So, wie sieht es bei dem aus? Der hat hier irgendwie so eine, ja, wie so eine Anhängerkupplung. Aber der hat ganz klar keine Fronthydraulik. Mit dem könnte man also kein Mähwerk betreiben, was man vorne dranhängt. Und hier kann man das Frontgewicht Standard, 300 Kilo, ja, der hat auch keine Fronthydraulik, aber man kann ein Gewicht fest dran montieren. So, gucken wir mal noch ein, zwei Trecker weiter, machen wir mal einen gewissen Sprung hier, der kleine Fendt. Ah, da sieht man schon, wenn das so ein gelber Becher ist, ist immer klar, da erkennt der Laie, ja, hat eine Fronthydraulik. Das ist jetzt so ein schmaler, der auch durch die Weinrebenreihen durchpasst. Gut, das sind jetzt schon wesentliche Merkmale, die die Trecker voneinander unterscheiden. Und was man auch, ne, das war die falsche Taste, ich will in den Shop, was man auch berücksichtigen muss, diese
drei Kategorien von Treckern gibt es nicht ohne Grund. Also mit so einem kleinen Trecker, mit so einem Kompakttraktor, kann man Sachen machen, die zum Beispiel auf dem Hof anfallen, hin und her fahren, mit einem kleinen Anhänger rumfahren und so. Und kann auch mit kleinen Geräten Feldarbeit machen. Und diese mittelgroßen Traktoren sind so für, ja, Gegenden mit normalgroßen Feldern schon für sehr vieles völlig ausreichend. Da braucht man gar nichts Größeres. Aber es kommt natürlich dann auch im Einzelnen drauf an, wie viel PS hat das einzelne Fahrzeug. Hier, der ist schon ganz ordentlich. Der startet gleich mit 287 PS. Und wenn man den jetzt noch, oh, wir können den gar nicht hochrüsten, aber mit knapp 300 PS ist das schon ein ordentliches Geschoss. Da würde man auch staunen, wenn man daneben dran steht. Und die Großtraktoren, die braucht man eigentlich nur, wenn man sehr große Felder hat oder wenn man protzen will. Was auch Spaß macht. Also ich fahre auch gerne mal mit so einem großen Trecker rum, einfach weil es cool ist, auch mal einen großen Trecker zu fahren. Ja, und mit denen kann man naturgemäß viel größere Geräte ziehen und betreiben. Und jetzt gucken wir mal bei den Geräten. Sagen wir mal, wir wollen eine Sämaschine haben, um etwas auszusehen. Gucken wir hier mal bei der Sätechnik. Und hier diese kleinste, die kommt aus mit 125 PS. Das heißt, wir brauchen einen Trecker, der mindestens 125 PS hat. Das ist das Hauptkriterium bei den meisten Geräten, die, von denen man weiß, die werden irgendwie so hinten dran gezogen und dann arbeiten die ganz brav, ist das entscheidende Kriterium für den Kauf und für die Kombination, wie viel PS steht hier, das ist das, was gebraucht wird, und wie viel PS hat mein Trecker. Die anderen Sachen sind sekundär. Die Arbeitsbreite ist dann immer der Bonuspunkt, wenn das groß ist, das will man gerne haben. Suchen wir mal hier. Diese hier hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern, also viermal so breit. Aber die braucht auch einen Traktor, der mindestens 180 PS hat. Und wenn man jetzt gerade 180 PS hat und hat ein Hanggrundstück und will den Hang hocharbeiten, dann bleibt der Trecker stehen. Das heißt, man muss auch noch berücksichtigen, ob man in der Ebene arbeitet oder auf einem Hanggrundstück. So, gucken wir doch noch mal hier in unserer Garage. Da sehen wir alle Geräte, die wir besitzen. Wie viel PS haben wir dem noch mal gegeben, unserem schönen Fendt? 246 PS. Okay, zurück zu den Sämaschinen. 246 PS. Da können wir hier sogar diese große mit betreiben. Und diese Amazone können wir aber nicht mehr betreiben, weil die braucht 300 PS. Und dieses Solitär, die müsste problemlos gehen, sogar an leichten Hanggrundstücken. Ja, und jetzt gucken wir mal hier. Zum Beispiel kriegt man bei dieser Sämaschine wieder ein C für Kombinationen vorgeschlagen. Und da klicke ich mal drauf. Jetzt könnte man ja meinen, oh super, da werden die Kombinationen angezeigt, die Trecker, die ich dafür benutzen kann. Tja, denkst du, Puppe, nur Gewichte werden angezeigt. Das hat schon auch einen Sinn, denn fast alle Trecker, die müssen wir gleich nochmal gucken, die irgendwie über 80 PS haben, können mit dieser Sämaschine arbeiten. Aber hier wird empfohlen, dass man dann noch ein Gewicht dran hängt. Und zwar keins, was jetzt 2000 Kilo wiegt, sondern es reicht ein Gewicht zwischen 600 und 650 Kilo. Das kann ich euch auch mal zeigen, warum. Wir kaufen die mal. So, die ist auch in den Startkonfigurationen dabei.
Darum habt ihr da vielleicht auch schnell einen Bezug zu. Und wir kaufen noch einen kleinen Trecker dazu. Nehmen wir hier mal, was war das? 85 PS. Dum-dum. 125. Das lag ich jetzt aber schwer daneben. Also, 125 PS brauchen wir. Wir nehmen den kleinsten Trecker, der das kann. 75 PS. Kann man den aufrüsten? Frontgewicht? Nein. Kann man nicht aufrüsten. Der hat 95 PS. 117. 114. Ne? Fans kann man meistens aufrüsten. Ja. 114. Das reicht auch nicht. Der geht bis 100 PS. Der Iseki hat 95. Der Bührer hat 100. Hier, den Massey Ferguson kann man aufrüsten bis 145 PS. Dann rüsten wir den mal auf, dass wir mindestens 125 PS haben. Jawohl. Und jetzt kaufen wir den. So. Gut, das müsste jetzt hier alles stehen. So, wie man sieht, ist der Trecker relativ zierlich. Oh, der hat schon ein Gewicht dran. Mist, ich wollte euch zeigen, wie der schwimmt ohne Gewicht dran. Ich guck mal, ob man das umkonfigurieren kann. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das wird er nämlich brauchen, dieses Gewicht. Aber Anhängerkupplung, Frontgewicht, 3 Punkt. 3 Punkt. Wir kaufen nochmal ein mit 3 Punkt statt Frontgewicht. Und die Motorausführung muss 125 sein. Jawohl. Jetzt haben wir Fehlkauf gemacht, aber das macht überhaupt nichts. Hier steht jetzt der nächste. Der hat jetzt hier eine 3 Punkt Aufnahme. Und das sieht so aus, als hätte der auch eine Fronthydraulik. Das Becherchen ist zwar schwarz, aber das sieht eindeutig nach Fronthydraulik aus. Okay, steigen wir mal ein. Und dann koppeln wir hier diese Sämaschine hinten dran. So. Ja, man sieht so ein bisschen. Ich koppel sie noch mal ab. Achtet mal auf die Vorderräder. Er hat so eine leichte Tendenz, vorne abzuheben, weil an diesem kleinen Trecker jetzt hier ein ordentliches Gewicht hängt. Hinten. Und das zieht ihn vorne natürlich hoch. Und darum wird ein Gewicht empfohlen. Jetzt fahre ich hier mal ein bisschen. Ja, das geht jetzt gerade noch so. Aber es fühlt sich schon schwammig an. Wenn die Sämaschine dann erstmal auf dem Boden ist, also bei der Arbeit, dann wird sie ja abgesenkt. So. Dann spielt es keine Rolle mehr. Aber wenn man damit rumfahren will, ist es für so einen leichten Trecker ein bisschen schwer. Und jetzt gucken wir uns das mit dem Trecker mit dem Gewicht an. So. So, müssen wir hier wieder drauf achten. Naja, es ruckt auch so ein bisschen. Ja, ich fahre mal ein bisschen. Die Straßenlage ist etwas besser. Und es gibt aber auch manche Geräte, die so nach hinten rausragen. Wenn die noch größer und schwerer sind, dann kippt ein zu kleiner Trecker einfach um nach hinten. Und darum, wenn bei so einem Gerät dabei steht als Kombination, kauft ihr ein Gewicht dazu, dann sollte man das durchaus ernst nehmen. Es muss nicht sein, wenn man Glück hat, geht's, aber so ist man auf der sicheren Seite. Ja,
Und das Ganze gilt jetzt im Prinzip hier für fast alle Sachen. Dass man immer nehmen wir hier mal einfach mal ganz wild den Steinsammler, den großen. Der braucht 120 PS. Okay, damit würden wir mit unserem kleinen Treckerchen einigermaßen hinkommen. Ist aber auch wieder ein Fall von in der Ebene braucht er das. Und wenn man jetzt völlig ratlos ist und nicht weiß, ja, was soll ich denn kaufen, dann gibt es jetzt hier beim LS22 die Pakete. Und diese Pakete werde ich mit euch nach und nach alle einzeln durchgehen. Also gehen wir hier mal auf Getreide. Und da werden wir dann alle Geräte kaufen. Das geht hier noch weiter. Da kommen euch einige bestimmt bekannt vor. Also das ist ein Trecker. Der war im LS19 sehr beliebt. Hier ist der Mähdrescher, der als Startfahrzeug dient, der Anhänger, ein Grubber, die Sämaschine, Gewicht und noch Saatgut. Also das ist so ziemlich die Startausrüstung, nur dass man beim Start noch mehr Trecker dazu kriegt. Ja, dann gehe ich mit euch Gerät für Gerät durch und erkläre euch, wofür das Gerät gut ist und was man beachten muss. Und hier bei den Trauben ist es schon spannender, weil das ist ein neues Thema. Da wissen wir noch gar nicht, wie funktioniert. Da empfehlen sie uns diesen kleinen Landini-Trecker. Und hier die Erntemaschine, relativ teuer. Hier, um die Weinreben zu beschneiden und hier zum Spritzen. Das ist der Traubenanhänger. Und was ist das? Das sind vielleicht Geräte, um den Boden zu mulchen und so. Ja, also hier kriegt man eine Info, was gut zusammenpasst für bestimmte Einsatzzwecke. Was braucht man, um Tiere zu halten? Oh, hier empfehlen sie einem gleich ein LKW. Ja, lustige Kombination, die sie da empfehlen. Jo, das würde ich euch durchaus empfehlen, wenn ihr euch noch unsicher seid. Und im Zweifelsfall bei den Geräten, die hinten dran oder vorne dran benutzt werden, immer gucken, wie viel PS brauchen die und dann gucken, kann mein Trecker das? Und auf der anderen Seite immer gucken, wenn ich was für vorne brauche, hat das Gerät eine Fronthydraulik. Das sind so die zwei Faustregeln. Damit kommt man schon ziemlich weit. Und wenn ihr wissen wollt, was der Unterschied zwischen einem Grubber und einer Scheibenegge und einer Kreiselegge ist, dann muss ich euch bei diesem Video leider enttäuschen. Das machen wir ein andermal. Das ist was für Spezialisten. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.